Ja, auch diesmal möchte ich euch wieder begrüßen zu einer weiteren Folge von The Broken Sword 2, The Smoking Mirror. Das sind Kürbisse, oder? Sie! Hey, Vorsicht mit den Schuhen, Lady! Hi, sieht gut aus, das Brot. Okay. Brot, Pan. Sie, Pan. Vielleicht komme ich später wieder, wenn ich Hunger habe. Hallo, was haben Sie denn so im Angebot? Okay. Ich habe gefragt, was Sie... Ach, vergessen Sie es. Hi. Sie wollen kaufen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe Kopf. Salat. Kaufen Kopfsalat, Senor. Ich glaube nicht. Ich bin doch nicht den ganzen Weg hierher gereist, um Grünzeug zu kaufen. Wiedersehen dann. Sie haben geändert Meinung? Wollen doch kaufen wunderschöne Kopf von Salat? Wie viele Sie wollen? 3, 4, 5, 6? Keinen. Bueno. Aber nicht kommen später weinen hier, wenn gestorben an Skorbut. Hören Sie, haben Sie jemals von einer Firma Condor Transglobal gehört? Nein. Sie kaufen Kopfsalat. Ich gebe Rabatt auf Massenkauf. Schon 50 Kopf billiger. Ich stehe aber nicht auf Salat. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Tezcatlipoca! Wegnehmen schnell, Senor! Tezcatlipoca bringen nur Böses! Der arme Kerl war so aus dem Häuschen, dass er nicht mal seine Salatköpfe erwähnte. Wiedersehen dann. Hey, Kopf hoch, Jungs. Warum die langen Gesichter? Unser Flötenspieler, verhaftet, sitzt im Gefängnis. Arme Miguel. Hat in sein ganzes Leben kein Gesetz verbrochen. Wisst ihr Jungs was über eine totale Sonnenfinsternis? Was das? Na, wenn die Sonne vom Mond verdeckt wird. Er verrückt. Vetter Alfredo schwört, er sowas mal gesehen. Aber das gewesen nach Trinken von Cocktail aus Peyote und Antibiotika. Schaut euch mal das Zeichen auf diesem Etikett hier an. Das ist schon gesehen. Wo? Ein Schiff hatte Flagge genau wie das da. Wann hast du dieses Schiff gesehen? 3 Monate her. War gleich hier, in Docks. Was haltet ihr von diesem kleinen Wurm? Nicht gut. Ist tot. Natürlich ist er tot. Meinst du, ich würde den in meiner Tasche rumschleppen, wenn er es nicht wäre? Habt ihr irgendeine Idee, was das hier sein könnte? Nein, Senor. Ich nicht auch. Möchte einer von euch Jungs vielleicht einen Keks? Hundekuchen, Senor? Sie wollen uns beleidigen? Nein, wirklich, die sind lecker. Wir Ihnen das so glauben, ohne Versuche. Warum spielt ihr nicht ein kleines Liedchen, um euch aufzumuntern? Nein, wir besser suchen richtige Arbeit. Wir können verdienen 10-mal mehr unten im Bergwerk. Meine Vetter Ramirez hat verdient 8 Pesos jede Stunde. Bevor er hat verloren seine Bein in Unfall. Erzählt mir mehr von diesem Unfall im Bergwerk. Es gab große Explosion in Teocalcan. 30 Arbeiter begraben lebendig. Sie kaum jemand wiedergefunden. Nur 2 ausgegraben. Einer davon sein Vetter und Hälfte von ihm noch da unten. Warum wurde Miguel ins Gefängnis gesteckt? Weil er hat gespielt Folklore. Was?
ist Wahrheit, Senor. Er darauf bestanden, traditionelle karamontekische Musik spielen. Aber das illegal. Was hatte das Schiff mit der Kondorfahne geladen? Weiß nicht, Senor. Wir durften nicht in Nähe von Docks. Das stimmt. Normal, wir gehen zu Schiffen, wenn festmachen. Wir spielen für Touristen. Aber wenn Kondorschiff kam, Soldaten uns wegschicken. Habt ihr schon mal sowas? Ei, der hungrige Häuptling. Warum Sie das mit bei sich haben, Senor? Sie nicht wissen, wer ist? Klar, das ist Tezcatlipoca. Aber das ist doch nur ein kleiner Stein mit... Er bringt Tod, Senor. Tod und Zerstörung. Jostopat! Also von allen... Pearl Henderson, oh Mann, das ist aber ein Zufall, was? Wenn du so lange mit einem verrückten wie Duane verheiratet bist wie ich, hörst du auf, an Zufälle zu glauben. Ich habe Pearl und Duane zuletzt auf der anderen Seite des Globus getroffen, in Syrien. Er ist Armee-Veteran, der vermutet, dass er für den CIA arbeitet, aber ganz sicher ist er nicht. Bei ihr waren die geistigen Störungen nicht ganz so offensichtlich. Schauen Sie sich mal diesen Zeitungsausschnitt an, Pearl. Das müsstest du mir schon vorlesen, George. Ich habe meine Brille in einer schwulen Kneipe in Santa Barbara vergessen. Es geht um die totale Sonnenfinsternis, die in ein paar Wochen hier ansteht. Man sollte doch annehmen, dass eine die eigene Regierung vor sowas warnen könnte, oder? Das ist nicht gefährlich oder so. Offenbar ist der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu beobachten, genau hier in Caramonte. Nein, sowas. Sie scheint nicht im geringsten interessiert. Schauen Sie mal, Pearl, ein Tequila-Wurm. Oh, komm mir mit dem Ding bloß nicht zu nahe, Honey. Ich schwöre dir, ich schreie sonst wie ein Frosch auf einem heißen Teller. Was halten Sie von dieser Statue, Pearl? Oh, wei, das ist ja eine lebensgetreue Abbildung von Duanes Bruder Sheridan. Etwas weniger Körperbehaarung vielleicht, aber sonst ganz der Bruder. Was halten Sie hiervon, Pearl? Was für niedliche kleine Federn. Also wenn ich zwei davon hätte, geben die ein hübsches Paar Ohrringe ab. Dies hier ist nicht als frivole persönliche Verzierung gedacht, Pearl. Das ist ein Blasrohrpfeil, dessen Spitze ein schnell wirkendes, muskellähmendes Gift enthält. Verzeihung, da habe ich mich wohl geirrt, Honey. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation mit Pearl vergleichbar ist mit dem Aussenden von Signalen in den Weltraum. Wenn man lange genug wartet, bekommt man vielleicht eine intelligente Antwort, aber die Chance ist verdammt gering. Was halten Sie von diesem Stein, Pearl? Oh, ist der hübsch. Was soll das da sein? Ein Kaninchen? Ich glaube eher, es ist ein Kojote. Na, auf jeden Fall ist er sehr niedlich. Erstaunlicherweise fragt sie mich nicht, wo sie einen kaufen kann. Was bringt Sie nach Caramonte, Pearl? Dasselbe, was mich überall hinbringt. Der Markt. Sie sind 2000 Meilen gefahren, nur um shoppen zu gehen? Shopping ist meine Rolle in der Wirtschaft des großen göttlichen Plans, George. Ist Duane auch hier? Ja, aber natürlich. Ich konnte ihn doch schlecht alleine zu Hause lassen. Seit Duane aus dem Krieg zurückgekommen ist, können wir es nicht mehr ertragen, voneinander getrennt zu sein. Und wo ist er dann jetzt? Wir reden nicht mehr miteinander. Warum sprechen Sie nicht mehr mit Duane? Weil er ein alter, sauertöpfischer Spielverderber ist. Ich will unbedingt eine dieser alten Pyramiden besichtigen. Aber Duane sagt, er müsse in der Stadt bleiben. Stimmt. Und Sie wollen jetzt nicht alleine losziehen? Naja, was hat es denn für einen Zweck, in so eine alte Pyramide zu klettern, wenn niemand da ist, der mich dabei fotografiert? Arbeitet Duane immer noch für den CIA? Wenn ja, dann weiß er es nicht. Er ist ein sogenannter Schnarcher. Meinen Sie nicht einen Schläfer? Nein, das ist was anderes. Er dachte ja, er würde für Sie arbeiten, aber seine Psychotherapie hat ihn von diesem Glauben geheilt. Was er nur nicht weiß, ist, dass er jetzt wirklich für Sie arbeitet. Zumindest habe ich das so verstanden. Wir sehen uns noch, Pearl. Haben Sie Krabben? No, nur Fisch. Netter Fisch. Danke. Wenn ich, was ich kaum glaube, jemals einen Fisch brauche, komme ich wieder. Erkennen Sie diese Statue? Sie, Senor. Das sehr, sehr böses Omen. Das Tezcatlipoca, der Jäger der Nacht. Ich weiß, aber ich glaube nicht an Omen. Weder an gute noch an schlechte. Vielleicht nicht jetzt. Später, bestimmt. Der Kerl sieht aus, als mache er sich vor Angst gleich in die Hose. Sie, verschwinden!
Das ist Pearls Mann, Duane. Hey, Mr. Henderson, schön, Sie wiederzusehen. Kennen wir uns, mein Sohn? George Stobbart, Sie erinnern sich doch, Syrien. Ich habe Ihnen eine Statue verkauft. Ja, ich erinnere mich. Pearl war ziemlich sauer, als die Farbe abblätterte. Ach ja, hören Sie, tut mir leid. Ich gebe Ihnen Ihre 50 Dollar zurück. Nein, nein, ist schon okay. Sie haben mich ganz offen und ehrlich über den Tisch gezogen. Wissen Sie irgendwas über eine Firma namens Condor Transglobal? Natürlich. Da musst du aber früher aufstehen, um mich ohne Hose zu erwischen. Was? Sie haben sie schon gefunden? Condor Transglobal ist aufgelöst. Meine Untersuchungen scheinen sie verscheucht zu haben. Möchten Sie sich mein Stück Glückskohle ausleihen, Duane? Was soll daran Glück bringen? Naja, immerhin haben wir es unversehrt bis nach Caramonte geschafft. Wenn Sie erst einmal ein paar Tage hier sind, werden Sie das nicht mehr als Glück bezeichnen. Sind Sie den ganzen Weg hier runtergefahren? Was? Ich doch nicht. Nein, Pearl ist gefahren und ich habe auf die Straßenkarte geguckt. So wie die das Lenkrad rumschmeißt, könnte man glauben, sie sei ihr halbes Leben lang Fernfahrerin gewesen. Und warum haben Sie nun so einen riesigen Truck mitgebracht? George, ich befinde mich auf einer absolut geheimen Mission für Uncle Sam. Dieser Truck ist eine rollende Bombe. 400 Pfund Nitratdünger mit einem Plastikzünder. Den Knall hören die bis nach China. Mann, darauf freue ich mich schon richtig. Ich habe vorhin mit Pearl gesprochen. Ach ja? Hat sie Ihnen erzählt, dass wir einen Streit hatten? Ja, hat sie. Sie wird drüber wegkommen. Wussten Sie, dass die traditionelle Volksmusik in Caramonte verboten ist? Wirklich? Naja, scheint mir doch ein ganz vernünftiges Gesetz zu sein. Nein, ehrlich. Der Leiter der Musikgruppe auf dem Marktplatz ist verhaftet worden, nur weil er diese Musik gespielt hat. Ich weiß ja nicht, mit wem Sie gesprochen haben, aber dieser Kerl, dieser Miguel, der ist ein politischer Agitator. Was ist denn der wahre Grund, aus dem der Musiker verhaftet worden ist? Hat bei den Minen subversive Literatur verteilt. Dieser sogenannte General hat schon auf Miguel gewartet, als er in die Stadt zurückkam. Hat ihn mit vorgehaltener Waffe ins Gefängnis abgeführt, wegen Anstiftung zur öffentlichen Unruhe. Sagt Ihnen der Name Karsak irgendwas? Klingt für mich wie ein Schurke aus einem Billigcomic, mein Junge. Er ist der Unbekannte hinter der Condor. Und er ist auch die Ratte, die Nico entführt hat. Wissen Sie, als ich Sie das erste Mal getroffen habe, war ich zutiefst beeindruckt von Ihrer naiven Einfachheit. Ich habe zu Pearl gesagt, wenn wir jemals Kinder gehabt hätten, hätte ich mir einen Jungen wie George gewünscht. Aber ich habe Sie unterschätzt, mein Sohn. Arbeiten Sie immer noch für... Na, Sie wissen schon. Sie wissen doch, dass ich Ihnen nichts über meine Arbeit erzählen darf. Das ist eine Sache zwischen mir und Uncle Sam. Was halten Sie von diesem Höschen, Duane? Oh, Himmel, heißes Teil, George. Haben Sie das für Ihr Mädel gekauft? Nein, ein Bekannter in Paris hat es für Sie gekauft. Oh, ihr seid ein Dreier? Warum schauen Sie mich so an, George? Vergessen Sie's. Keks gefällig, Duane? Oh nein, von diesen Gourmet-Hundesnacks bekomme ich immer tierischen Durchfall. Sie haben die wirklich mal gegessen? Sie waren im Sonderangebot. Pearl hat eine ganze Kiste gekauft. Als ich sie gefragt habe, ob sie denn auch einen Hund halten will, hat sie nur gelacht. Hi, ich bin George Stobbart. Haben Sie von der Sonnenfinsternis gehört? Klar. Ich schmeiße sogar eine Party deswegen. Kommen Sie doch auch. Wirklich? Claro. Jede Menge Essen, jede Menge Wein und alle sind eingeladen. Außer dem General. Erkennen Sie das Firmenzeichen auf diesem Etikett? Aber sicher. Das ist die Condor Transglobal Schifffahrtslinie. Haben die ein Büro in Caramonte? Nein, aber sie laden und löschen hier Fracht. Das dachte ich mir. Können Sie mir etwas über diesen Stein erzählen? Das ist Obsidian. Das ist ein Vulkangestein, das so schnell abgekühlt ist, dass... Ja, ist ja gut, aber ich interessiere mich nicht für Geologie.
Nicht? Dann nehme ich an, dass Sie etwas über die Gravur darin wissen wollen. Das stimmt. In diesem Falle sollten Sie lieber mit dem Professor reden. Er war eben noch hier. Was können Sie mir über die Bergbaugesellschaft erzählen? Der General hat eine ihrer Minen nach der Explosion geschlossen. Dabei haben eine Menge Leute das Leben verloren. Ich hatte Glück. Bei mir waren es nur die Beine. Haben Sie das Schiff mit der Kondor-Flagge gesehen? Nein. Aber die Docks sind doch direkt auf der anderen Seite des Platzes. Könnten ebenso gut auf der anderen Seite des Mondes sein. Wie denken Sie über dieses Höschen? Beeindruckend. Tragen Sie sowas? Nein, jemand hat sie meiner Freundin geschickt. Wie aufmerksam. Wissen Sie, wen diese Statue hier darstellen soll? Sollte ich wohl. Ich habe früher solche Dinger für die Touristen geschnitzt. Aber es hat den Leuten hier Angst gemacht. Darum habe ich es aufgegeben. In Caramonte ist es wahrscheinlich ein Schwerverbrechen, Plakate zu bemalen. Hast du irgendeine Theorie zu diesem Stein? Ich glaube, diese Zeichnung soll ein Hund sein, ein mexikanischer Hund. Das ist also der heilige Chihuahua-Stein. Schau dir das hier mal an. Oh mein Gott, wie bist du denn an so viel Geld gekommen? Das ist nicht meins. Ich habe den Kontoauszug in Ubiers Haus gefunden. Schau dir das hier mal an. Eine Sonnenfinsternis. Woher dieses plötzliche Interesse an der Astronomie? Ich habe den Zeitungsausschnitt in Ubiers Haus gefunden. Offenbar ist die Sonnenfinsternis nur von Mittelamerika aus sichtbar. Schau dir das hier mal an, Nico. Das ist ja widerlich, George. Warum schleppst du die denn mit dir rum? Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich nicht davon trennen. Rate mal, was das hier ist. Komm schon, rate. Das ist Schmiedeeisen, wahrscheinlich vom Rauchabzug eines alten Herdes. Ja, schätze, das könnte schon sein. Woher weiß sie das? Mein Großvater hat in einer Gießerei gearbeitet. Möchtest du einen Hundekuchen? Gourmet-Hundesnacks. Hast du die Dinger etwa wirklich gegessen, George? Klar, die schmecken prima. Lobino hat mir erzählt, er sieht dich sehr oft. Wir treffen uns manchmal auf einen Drink oder zum Essen, du weißt schon. Nachdem du in die Staaten zurückgegangen bist, habe ich mich ziemlich einsam gefühlt. Einsam? Du musst ja schon verzweifelt gewesen sein. Konntest du nicht einfach in den Zoo gehen oder sowas? Hey, Nico! Hola, Senora. Hi, wir wollten eigentlich nur... Ich habe mit der Dame gesprochen, Chico. Hi, ich heiße Nicole Collard. Concha Garcia. Wie kann ich Ihnen helfen, Schwester? Die Firmengruppe, die ich vertrete, plant eine größere Investition in Caramonte. Ihr Rat als offensichtlich erfolgreiche Führungspersönlichkeit ist genau das, was ich hier suche. Mein Assistent Mr. Stobart würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Haben Sie von der bevorstehenden Sonnenfinsternis gehört? Ich interessiere mich nicht sehr für diesen Kram. Vielleicht weiß einer der Jungs was darüber.
Erkennen Sie das Symbol hier auf dem Etikett? Condor Transglobal. War das eine Firma hier aus Caramonte? Ja, sie hatten so ein altes Containerschiff, die Maya-Prinzessin. Sagt Ihnen dieser Stein irgendwas? Ich würde sagen, es ist ein Geisterstein, gemeißelt von einem Maya-Priester, stimmt's? Ich weiß nur nicht, zu welchem ihrer vielen Götter er gehört. Können Sie mir etwas über das grobe Unglück in der Mine erzählen? Unglück? Das war Sabotage. Jemand wollte, dass ich meine Mine schließen muss. Für immer. Haben Sie irgendwelche Beweise, dass die Mine sabotiert worden ist? Noch nicht. Aber ich bringe da schon noch Licht ins Dunkel. Es gab seit Monaten immer wieder Ärger in der Mine. Die Belegschaft wurde von Tag zu Tag kleiner. Jemand hatte unter den Männern das Gerücht ausgestreut, die Mine sei verflucht. Jetzt ist die gesamte Arbeit zum Erliegen gekommen. Wo genau liegt die Mine? Mehrere Tage flussaufwärts in einer abgelegenen Gegend namens Teokulkan. Haben Sie mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein. Wer soll das sein? Er ist der Grund, warum wir nach Caramonte gekommen sind. Wir vermuten, dass er einen Drogenring betreibt. Naja, ich hoffe, Sie finden ihn. Aber den Namen habe ich noch nie gehört. Wissen Sie, wem Condor Transglobal gehört? Nicht die leiseste Ahnung. Können Sie mir irgendwas über diese Statue erzählen? Das ist Tezcatlipoca, der Gott des Todes und der Pestilenz. Diesen Talisman würden viele für ein böses Omen halten. Schon mal von einem Typen namens Karsak gehört? Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diesen Bericht nicht rechtzeitig fertig kriege, wird die Chefin zur rasenden Furie. Freuen Sie sich schon auf die Sonnenfinsternis? Nicht besonders. Und Sie? Ich weiß nicht. Hab noch nie eine gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass man sie sich nicht mit bloßem Auge ansehen soll. Bitte gehen Sie und lassen Sie mich meine Arbeit tun, ja? Wussten Sie schon, dass in ein paar Wochen eine totale Sonnenfinsternis eintritt? Jo, Joe hat es mir erzählt. Er schmeißt eine Party und wir sind alle eingeladen. Meine Jungs und ich verkleiden uns als böse Mönche. Wirklich? Cool. Schon mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein, Senior. Schon mal von einem Herrn mit Namen Karsak gehört? Nein. Wissen Sie von der Sonnenfinsternis? Ja, und ich freue mich schon darauf, Sie zu sehen. Soll ja ziemlich spektakulär werden, was man so hört. Die findet in ein paar Wochen statt, nicht wahr? In 9 Tagen. Danke. Hi. Einen schönen guten Tag und willkommen bei der Consolidated Mining Bergbaugesellschaft. Wenn Sie in Caramonte City bleiben, dann empfehle ich Ihnen unsere Consolidated Mining Erlebnistour. Eine interaktive Führung durch eine unserer tiefsten Minen mit Reiseführern in 3 verschiedenen Sprachen. Eine Führung durch ein Bergwerk? Naja, wir sind eine Bergbaugesellschaft. Was haben Sie erwartet? Wissen Sie, wo ich Senor Karsak finden kann? Nein, Senor. Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, die bald eintritt? Ich? Nein, Senor. Ich habe gehört, Sie sind den ganzen Weg nach Caramonte gefahren, in einem Truck. Das stimmt. Und du glaubst einfach nicht, in was für einem Zustand einige der Straßen hier sind. Der Gedanke, dass es noch Orte gibt, die man nicht mit dem Auto erreichen kann, macht mich richtig traurig. Heutzutage sollte man doch annehmen, dass die einen vernünftigen Highway überall dahin bauen, wo Menschen hinfahren wollen. Wussten Sie, dass der Truck voller Sprengstoff war? Wie kommst du denn auf diese Idee? Nein, sag's nicht. Ich kann's mir schon denken. Ihr Mann.
Er hat doch bestimmt übertrieben, oder? Manchmal frage ich mich, wie ich es mit Duans überschäumender Vorstellungskraft überhaupt aushalte. Wir sehen uns noch, Pearl. Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Hey, Nico! Ich habe getan, was man mir aufgetragen hat, Professor. Nachdem die Mine geschlossen ist, gibt es niemanden mehr in der Gegend, der ihre Ausgrabung beobachten könnte. Ich habe Besuch. Denken Sie nur daran, was ich Ihnen gesagt habe, General. Es gibt keinen Grund, den Mann zum Märtyrer zu machen. Tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen, Senor. Willkommen in Caramonte. Danke. Mein Name ist George Stobbart. Ich bin aus Kalifornien. Aber was haben wir denn da? Einen Engel, der auf die Erde herabgestiegen ist? Nicole Collard. Enchanté, mon général. Verzeihen Sie mir, Senorita, aber ich konnte nicht anders. Hören Sie, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Da sind Sie bei mir genau an der richtigen Adresse, Senor. Fremdenverkehrsbüro General Graziento zu Ihren Diensten. Wissen Sie irgendwas über die bevorstehende Sonnenfinsternis, General? Solche Sachen interessieren mich nicht, Senor. Schauen Sie sich doch bitte mal dieses Etikett an. Si, Senor. Condor Transglobal. Können Sie mir sagen, wo ich deren Büro finde? Nein, Senor. Ich habe noch nie von denen gehört. Und Rinaldo auch nicht. Die Dame von der Bergbaugesellschaft meinte, vor kurzem sei ein Schiff von Condor hier gewesen. Concha Garcia spinnt. Wenn ein Schiff hier gewesen wäre, glauben Sie wirklich, ich hätte das nicht gemerkt. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist eine eingeborene Schnitzerei, stimmt's? Wo haben Sie das her? Haben wir auf dem Markt gekauft, als Souvenir. Wer war der Mann, mit dem Sie vorhin gesprochen haben, als wir gekommen sind? Professor Aubier, ein Gast unseres Landes, Senor, genau wie Sie. Haben Sie gerade Aubier gesagt? Si, Senor. Professor Aubier, ein französischer Archäologe. Stimmt es, dass die Musik in Caramonte gewissen Beschränkungen unterliegt? Ja, allerdings. Eine Notstandsregelung eingeführt von Nuestra Senora. Folkloremusik ist für einige dieser Menschen ein Bindeglied zur Vergangenheit. Wenn sie ihnen ihre musikalischen Wurzeln abhacken, was bleibt ihnen dann noch? Easy Listening. Glauben Sie wirklich, Easy Listening könnte ein jahrhundertealtes musikalisches Erbe ersetzen? Warum denn nicht? Hat doch in Ihrem Land auch geklappt. Gibt es in der Nähe der Stadt irgendwelche Ruinen? Aber natürlich, Senor. Caramonte hat alles zu bieten. Ein Freund von mir möchte gerne eine dieser historischen Fundstätten besuchen. Rinaldo wird sie mit Vergnügen herumführen, nachdem er den Papierkram für heute erledigt hat, selbstverständlich. Ich habe gehört, es gab vor ein paar Monaten einen Unfall in der Mine. Das stimmt. Dabei wurden viele Männer getötet, stimmt's? Ein paar. 30? Poh, kaum 1% der arbeitenden Bevölkerung. Was macht Aubier in Caramonte? Er erforscht unsere vielfältige und glorreiche Vergangenheit, Senor. Der Professor plant eine Expedition zu einigen Maya-Ruinen. Er kam zu mir wegen einer Ausgrabungserlaubnis. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Karzak gehört? Nein, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das hier das Fremdenverkehrsbüro? Draußen auf dem Schild steht doch Polizei. Es ist beides, Senor. Ich bin ein vielseitiger Mann. Das sehe ich, General. Sind Sie sicher, dass Sie noch nie etwas von Condor gehört haben? Oh ja. Die Firma ist aber hier in Caramonte City registriert. Sie irren sich, Senorita. Die Musiker draußen auf dem Marktplatz sagen, dass vor kurzem ein Schiff hier gelegen hat, das unter der Condor-Flagge fuhr. Das sind einfache Bauern. Die würden Ihnen alles erzählen, was Sie hören wollen, um Ihnen Ihr Geld abzuluxen. Condor gehört doch Karzak, stimmt's? Schon wieder falsch, Senor. Karzak hat nichts zu tun mit irgendwas namens Condor.
wer auch immer das sein mag. Haben Sie Unterlagen über die Firmen, die in Caramonte registriert sind? Selbstverständlich, Signorita. Unglücklicherweise wurden alle Akten bei einer Springflut vernichtet. Was halten Sie von diesem Höschen, General? Oh Mann, fabuloso. Es gehört Ihnen, wenn Sie mir alles verraten, was Sie über Karsak wissen. Ich sage Ihnen doch, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Bekomme ich jetzt das Höschen? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Sie haben mir gar nichts erzählt. Möchten Sie vielleicht einen Keks? Wollen Sie mich etwa bestechen? Jeder Mann hat seinen Preis. Aber meiner ist höher als ein Hundekuchen, Senior Stoppard. Ich komme wieder. Ja, leider sind die 30 Minuten schon wieder um. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis bald. Tschüss, tschüss.